Reyes sollte eigentlich hier sein. Keine Anzeichen von Mr. Vidal, Pathfinder. Fahren wir ohne ihn fort? Das ist doch... Keine Bewegung! Na, Glückwunsch. Waren wir zu laut? Schnauze! Farrah wird sich mit Ihnen befassen. Das ist nicht das, was ich jetzt wollte, aber gut, gucken wir uns das erstmal an hier. Sie wissen, was als nächstes geschieht. Beruhigen Sie sich, wir wollen nur mit Ihnen reden. Wir reden nicht mit Fremden. Und mit einem Ihres Volkes? Sie essen mit Ihnen, sie reisen mit Ihnen, sie riechen sogar wie Sie. Sie werden bluten, genau wie die anderen. Meinst du? Also wahr. Sie haben Unschuldige ermordet. Invasoren und Sympathisanten sind keine Unschuldigen. Ich verteidige mein Zuhause. Wir werden bleiben, ob Sie wollen oder nicht. Sie können uns nicht alle töten. Ich versuch's. Nicht so schnell. Spät dran. Ich habe eine gute Entschuldigung. Die Sirene sind drei. Steht nicht einfach nur rum. Zwei. Tötet sie! Noch wütend? Nein, erstmal lassen wir dich sterben. So, das ist doch ein hübsches kleines Spielchen, das wir jetzt hier haben. Weg mit dem und weg mit dir. Den Behälter gucken wir uns später an. So, drauf auf die Sau. Oh, was? Du Sackgesicht, du. So, das hätten wir. Gut. Ich glaube, das war ganz erfolgreich. Was meinst du, Kollege? Wollen wir uns mal hier die Hütte anschauen? Immer her damit. Und wir gehen mal hier hoch. Ist das der Weg, den wir gekommen sind, oder geht's hier tiefer rein? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ah, okay, hier gibt's eine Markierung. Also hier gibt's direkt eine kleine Karte. Wir müssen auch tatsächlich einfach bloß aus dem Versteck wieder rausgehen. Nun denn, let's roll. Dann nehmen wir doch tatsächlich diesen Weg. Das war ein recht kurzes Intermezzo, muss ich feststellen. Aber wir haben jetzt unsere Aufgabe für Reyes abgearbeitet. Mal sehen, wie es da in der Hinsicht weitergeht. Die Straßen Kadaras sind wieder sicher. Das haben Sie gut gemacht, Ryder. Und keine Sorge, ich kümmere mich darum, dass alle wichtigen Leute wissen, wem Sie dafür zu danken haben. Nein, ich will nicht mit dem flirten, ehrlich gesagt. Vielleicht sehen die Exilanten die Initiative ja jetzt in einem neuen Licht. Möglich ist alles. Aber geben Sie es zu, es hat Spaß gemacht. Ich schätze, wir haben unterschiedliche Definitionen von Spaß. Das ändern wir noch. Irgendwann. Lassen Sie sich mal wieder blicken, Pathfinder. Ah, der Typ ist nicht so unbedingt mein Fall, aber die Lebensfähigkeit hat sich um 5% erhöht. Das ist sehr, sehr schön. Also die Roker-Präsenz wäre damit ausgeschaltet und es wird wohl keine weiteren Morde geben, so wie ich das verstanden habe, in Kadara Port. Das klingt für mich erstmal nach einem erfolgreichen Tag. So, und wenn wir jetzt noch darüber zu dem Monolithen gehen und dann noch zu dem anderen Monolithen und beide aktivieren, dann ist das noch viel erfolgreicherer Tag. Für Kadara und folglich für die ganze Welt. Was sind das eigentlich für lustige Flugdinger dort oben? So, das ist wahrscheinlich Kadara Port, ne? Nehme ich an. Das wird dann wahrscheinlich irgendeine Sicherung sein von der Siedlung. So, jetzt müssen wir bloß noch den Boden des Monolithen finden hier.
Gibt's denn einen Eingang? Oder eher nicht so? Ich muss mal kurz auf die Karte schauen. Das ist doch recht verwirrend, muss ich sagen. Ja, theoretisch fahre ich jetzt genau auf den Eingang zu. Du sollst nicht aussteigen. Dankeschön. So, erstmal wieder Gas geben. Wir fahren einfach mal in die Richtung, wo der Marker ist. Vielleicht weiß er ja was, was ich nicht weiß. Ich habe allerdings keine Ahnung, wie hier jetzt tatsächlich ein Eingang sein soll. Oh, echt, jetzt haben wir uns schon festgehakt. Hilfe! Jetzt, okay. Gut, dann würde ich sagen, wir machen mal hier uns auf den Weg zum Fuß des Berges. Und schauen mal, ob da irgendwo eine Höhle ist vielleicht, durch die wir eindringen können. Ach, so wie die zum Beispiel hier. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das könnte uns tatsächlich zu unserem Ziel bringen. Sie sind komplett zerstört. Die Einschusslöcher deuten auf Waffen aus der Milchstraße hin, Pathfinder. Na, sieh mal an. Wir müssen den Monolith schützen. Ich verstärke den Schutz. So, na, dann machen wir uns doch mal ein bisschen über die Typen her hier. Okay. Das wird interessant. Na gut. Ich würde sagen, das läuft. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, der explodiert ja. Schnell zur Seite. Ich vergesse immer, dass solche Dinge auch explodieren können. Noch einer? Achso, nee, ich habe bloß aus Versehen gerade eine Taste gedrückt, einen Befehl. Ich glaube, wir sind tatsächlich keine weiteren Gegner. Na klar, dann schauen wir uns doch mal um. So, da haben wir schon mal Nummer 1. Nummer 2 ist in diese Richtung. Nämlich genau dort. Nummer 3 geht hier weiter. Da drüben. Okay. So, fehlt noch Nummer 4. Haben wir schon. Es ist furchtbar, dass man nicht sich ordentlich bewegen kann hier, wenn man den Scanner anhat. Sie müssten jetzt Zugriff haben, Pathfinder. Ganz wunderbar. So, ich vermute mal, hier wird dann auch der Eingang sein. Nachher. Okay, einer noch. Dann müsste das Gewölbe offen sein. Genau, deswegen müssen wir hier auch gerade gar nicht erst so ein komisches Alien-Sudoku machen. Denn hier wird dann später der Eingang sein. Das heißt für mich, ich werde direkt mal zu diesem Schnellreisepunkt gehen. Was haben wir denn eigentlich hier drüben? Achso, das ist der andere Monolith, natürlich. Gut, genau, das ist jetzt nämlich mein Ziel. Wir werden eine Schnellreise hier zum Monolithen machen oder in die Nähe des Monolithen und dann die paar Meter noch gehen, damit wir dann noch in das Reliktgewölbe gehen können und hier mal ein bisschen dafür sorgen, dass die Schwefelquellen ein bisschen erträglicher werden. Ah, hier drüben ist der Nomad. Ich dachte gerade schon, wo ist er denn? Weg da! So, der ist zum Glück nicht allzu schwer zu finden. Also ich glaube, da hat man schon härtere Nüsse zu knacken, was die Lokalisation
des Turmes angeht. Trotzdem habe ich es vorhin geschafft, mich zu verfahren. In einem solchen Lager werden uns unsere Beziehungen nicht viel nutzen. So, jetzt müssen wir noch den Eingang finden. Wir müssen ihnen helfen. Wem müssen wir helfen? Oh. Ach, sieh mal an. Wir sind direkt an den richtigen Ort gefallen, auch wenn es nicht so unbedingt geplant war. Wo sind denn hier mal Gegner? Da! Na, geht doch. Noch einer? Nein, ich glaube, das war's. Wer seid ihr denn eigentlich, Freunde? Ich meine, ich habe gern Verbündete, aber wer seid ihr? Naja. Sie müssten in der Lage sein, diese Glyphen zu orten, Pathfinder. So, Nummer 1 ist da. Und Nummer 2 ist da drüben, wahrscheinlich auf der Oberseite. Okay, so kommen wir da nicht hoch. Ah, vielleicht müssen wir doch nicht hoch. Ach, wir müssen dahinter. Sie gut. Wir müssen jetzt Zugriff haben, Pathfinder. Na dann, lass uns mal ein weiteres Sudoku-Rätsel lösen. Oder vorher nochmal kurz mit dem einheimischen Angara sprechen. Jetzt geht's ja offenbar. Gerade eben wollten sie noch nicht so richtig. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen, aber Sie müssen jetzt gehen. Ah, noch nicht. Ich habe Erfahrung mit Relikttechnologie. Ich weiß, was ich tue. Mehr oder weniger zumindest. Ryder hat schon früher mit Problemen interagiert. Wie ist das möglich? Es ist einfacher, wenn ich es Ihnen zeige. So sieht's aus. Sudoku-Skills, Kollege. Sudoku-Skills. Nicht schlecht. Oh. Das hat offenbar funktioniert. Oder auch ohne Sudoku. Okay. Gehen wir zum Gewölbe und bringen wir das Wasser von Kedera in Ordnung. So, jetzt müssen wir bloß noch rausfinden, wo wir eigentlich hin müssen. Wo ist denn dieses Gewölbe jetzt? Ist das mit dir drüben irgendwo? Ich bin mir gar nicht mehr so richtig sicher. Nee, man musste ja diesen Lichtstrahlen folgen, ne? Die haben sich irgendwo getroffen und an dem Punkt war dann das Gewölbe oder der Gewölbeeingang. Ach, hier oben. Den Gewölbezugang untersuchen. Da haben wir es doch. Na dann, machen wir eine Schnellreise hier rüber. Und dann sind wir ja quasi schon fast da. Okay, was jetzt? Vielleicht hat Reyes eine weitere Aufgabe für Sie. Vielleicht. So, aber erstmal haben wir was ganz anderes. Wir haben unsere eigene Aufgabe. Und es ist nicht allzu schwer zu finden, wie ich gerade feststelle. Da leuchtet es doch heftig an der Stelle. So, cruisen wir doch mal rein. Oder gehen zu Fuß, ist vielleicht besser. Bevor ich die Kiste dann wieder rauspopeln musste aus dem Loch. Machen wir das doch lieber so. Ich sehe nichts. Aber ich hoffe, es wird gleich heller. So, da hier sieht es doch schon ein bisschen heller aus. Ab nach unten mit uns. Hui! Die guten alten Gravitationsschächte. Ich glaube, mir würde kurz übel werden. Okay, so. Ein Reliktgewölbe. Bringen wir den Laden zum Laufen. Da sind wir. Hinter uns ist nichts, wie es aussieht. Keine. Ach doch, da oben ist die Konsole. Na dann. Werfen wir die doch mal an. Und wappnen uns für das, was kommen mag. Okay, wir haben den Strom eingeschaltet.
Sie müssen die Konsole finden, um das Reinigungsfeld zu aktivieren, Pathfinder. Hier laufen mehrere Interface-Verbindungen zusammen. Ich markiere die, die Sie brauchen. So. Offenbar ist es nicht gut, da einfach so durchzurennen, oder? Keine Ahnung, ich mach's einfach. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut ist, was ich tue. Okay, wir müssen jetzt zu der Reinigungskonsole gelangen können. Jedenfalls kann ich jetzt hier durchgehen. Ohne, dass es so komisch brutzelt. Hi! Tschüss! Ja, macht ihr das mal. Ich will ja jetzt ungern meinen Sturmangriff benutzen. Ah, komm, der ist... Der war nicht der, den ich wollte. Das war nämlich schon ziemlich knapp gerade. Da war ich schon beinahe am Abgrund. Ups, mal wieder die falsche Taste. Das ist halt auch mal ein bisschen merkwürdig. Ich steuere ja mit Tastatur, nicht mit Xbox-Controller, was ich auch könnte, aber ich mache es eigentlich lieber mit Tastatur und Maus. Wegen Zielen und so. Macht schon Spaß, oder? Das Unbekannte. Na klar. Und das Wegstecken der Waffe ist auf V gelegt. Ja, und wenn man jetzt die Finger auf WASD hat und dann auf V rübergreifen will, dann drückt man meistens C, weil es einfach natürlicher ist von der Entfernung her für die Finger. Naja, und das führt halt dazu, dass ich dann immer meine Charaktere, meine Buddies hier durch die Gegend schicke. C und X sind ja dort in der Ecke. Alle erwischt. So. Ich muss jetzt nicht von jedem einsammeln hier. Schauen wir mal, wo müssen wir denn genau hin? Da drüben. Das sieht mir arg nach unserem Ziel aus. So, wo genau ist denn hier der Weg? Pathfinder, der Weg auf die andere Seite wird über eine Konsole aktiviert. Und wo genau ist die Konsole? Weiß keiner so genau. Oder, achso, nehmen wir die. Wie wär's damit? Pathfinder, hier gibt es zwei Interface-Funktionen. Okay. Relikte, wir können die Köpfe einziehen oder uns ihnen stellen. Hahaha. Köpfe einziehen. Wo sind sie denn? Ach, hier drüben. Ja, kommt mal vorbei, Kollegen. Ich komme nicht zu euch. Also zu dem komme ich vielleicht, sobald er aus der Brühe da raus ist. So, machen wir das auch auf die Art und Weise. Hier ist offenbar noch irgendwo einer. Ein Geschütz, ah. So, gehen wir da einfach mal in die Konsole. Zack. Genau, das dachte ich mir nämlich. Jetzt ist das Geschütz auf unserer Seite. So, und da erledigt sich die Arbeit auch schon von alleine. So, schauen wir kurz hier oben. Ich vermute mal, hier wird es bloß einen kleinen Behälter geben oder sowas. Kurz einsammeln. Ich glaube, da drüben können wir jetzt irgendwie lang. Oder? Nicht abstürzen, bitte. Ich bin mir nicht so richtig sicher, wo wir lang müssen. Wenn ich hier runtergehe. Das sieht doch aus, als würde sich hier eine Brücke öffnen, oder? Nee? Okay. Man konnte ja mal hoffen. Wie komme ich denn wieder hoch? Muss ich jetzt hier unten sterben? Sieht bald so aus. Ich glaube schon. Naja. Und er verhungerte jämmerlichst. Ich komme da nicht wieder hoch. Was ist denn das für ein Scheiß? Hallo? Hier vielleicht? Nö.
Oh, sieh mal an. Oh, sieh mal an. Das ging schnell. Naja, aber so komme ich zumindest wieder raus. Ich muss ja zugeben, damit habe ich jetzt schon gerechnet, als ich runter in die Brühe gestiegen bin. Da ich aber da einfach nicht wieder hoch konnte, naja, aber habe ich das jetzt halt in Kauf genommen. Ah, ihr wollt mich doch verarschen. Jetzt bin ich wieder hier unten. Wie komme ich denn hier wieder raus? Boah, das ist ziemlich cheap gerade, muss ich sagen. Nein, das geht nicht. Das geht tatsächlich nicht. Sieh mal an. Ich bin zumindest schon mal wieder oben. Hier oben muss es ja noch mehr geben, ha? Gibt's denn noch eine Konsole? Ah, hier ist eine Tür. Hier ist eine Tür. Sieh mal an. Gar nicht gesehen. So, was haben wir denn da Schönes? Sie sind nicht zufrieden mit uns. War das nicht so gut? Hier muss ein Trick dabei sein. Versuchen wir es. Ja, irgendein Trick ist bestimmt dabei. Irgendwo einen Hinweis hinterlassen. Ach so, warte. Ah, oh, wir müssen wahrscheinlich die richtige Reihenfolge einhalten. Zuerst mal das Ding. So, dann könnt ihr es mal ordentlich anzeigen. Dann das hier drüben. Okay, dann haben wir das da. Gut. Das nächste wäre das hier drüben. Das vorletzte ist das da. Und das letzte. Nochmal so rum haben wir das. Das ist da. Okay. Geschafft. Sieht aus, als wär's das gewesen. Yay. Na dann, schnell weiter. Hier sind wertvolle Daten enthalten, Pathfinder. Sie sollten einen Scan durchführen. Also schon durchgeführt. Dann schauen wir uns mal den Datenkern an. Und noch eine Artefaktbox. Die sind hier überall. Okay, aber mehr scheint hier auch tatsächlich nicht zu sein, ne? Ich glaube, das ist nur dafür. Also ansonsten für unsere eigentliche Mission hier, das Gewölbe zu aktivieren, kommen wir nicht wirklich voran auf die Art und Weise. Wahrscheinlich muss ich irgendwas hier unten noch machen. Kann das sein? Bin ich da hinten denn schon gewesen? Ist das der Weg, über den ich gekommen bin? Warte mal, jetzt muss ich mal auf die Karte schauen. Es ist so verwirrend hier alles. Also ich muss am Ende hier hin. Der beste Weg wäre hier lang, wie es aussieht. Sollte ich mal schauen, ob ich da lang komme? Und geradeaus bin ich dementsprechend wahrscheinlich noch nicht gewesen. Dann tun wir das doch einfach mal. Mal sehen, ob es uns was bringt. Ist ja auch eine Tür. Auf jeden Fall ist ja eine Reliktkonsole. Das sorgt für gleiche Chancen. Halt. Achso, das ist irgendwo anders. Okay. Eine sehr lange Strippe ist da auf jeden Fall.